Im heutigen Vortrag geht es um schwierige Emotionen, Katalysator für Erkenntnis. Und beginnen möchte ich mit einer kurzen Geschichte. Die Dorfälteste und Weise Samira erzählte der kleinen Achinta, dass in allen Menschen ein Kampf stattfinde. Sie sagte, und zwar ist es ein Kampf zwischen zwei Wölfen, einer ist böse. Es handelt sich um Ärger, Neid, Kummer, Bedauern, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Schuld, Minderwertigkeitsgefühl, Groll, Lügen, falscher Stolz, Überheblichkeit und Egoismus. Der andere Wolf ist gut. Es handelt sich um Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung, Ruhe, Bescheidenheit, Freundlichkeit, Güte, Empathie, Großzügigkeit, Aufrichtigkeit, Demut und Mitgefühl. Achinta dachte eine Weile darüber nach und fragte schließlich, und welcher Wolf gewinnt diesen Kampf? Und die weise Frau antwortete ihr, dir, den du fütterst. Was in dieser Geschichte mit dem bösen Wolf veranschaulicht wird, sind die sogenannten täuschenden und quälenden Emotionen. Das heißt, das sind Herzens- und Geisteszustände, die uns eine Realität vortäuschen, die nicht der Wirklichkeit entspricht. Oder es sind Emotionen, Herzens- und Geisteszustände, die uns quälen, die uns Leid zufügen, die uns unglücklich machen. Und sehr oft sind Menschen diesen quälenden Emotionen hilflos ausgeliefert, weil der böse Wolf der Stärkere ist. Häufig fehlen den Menschen geeignete Werkzeuge, um mit diesen schwierigen Emotionen angemessen und erfolgreich umzugehen. Und dafür gibt es nun heutzutage hier im Westen ein immer größer werdenderes Heer an Psychologinnen und Psychotherapeuten, die versuchen, den Menschen beim Bewältigen ihrer schwierigen Emotionen beizustehen und zu helfen, oder die versuchen, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und diese Ansätze, eben da mit Hilfe von Psychologinnen, Psychotherapeuten, die können ganz bestimmt Linderung und ein Abklingen der Emotion bewirken. Und das möchte ich auf gar keinen Fall bestreiten. Und ich möchte hier auch gleich anfügen, dass es durchaus Sinn macht, in gewissen Situationen, bei bestimmten Problemstellungen, eine Psychotherapeutin aufzusuchen. Zum Beispiel ist es sicher besser, bei einer jahrelang ungelösten Eifersucht einen Psychotherapeuten aufzusuchen, um diese Emotion oder diese Problemstellung mal anzugehen und sich damit auseinanderzusetzen. Doch das Grundproblem für das Auftauchen solcher schwierigen Emotionen wird bei den meisten dieser psychotherapeutischen Ansätze nicht gelöst. Und dieses Grundproblem ist eben die grundsätzliche Verwirrung, die grundsätzliche Täuschung oder Unwissenheit. Und das Pali-Wort dafür ist Moha. Und Moha ist eines der Wurzelübel, Wurzelkilesa. Und es ist eine Täuschung oder eine Unwissenheit in Bezug, im ganz Allgemeinen so, auf das Wesen unseres Seins oder eine Unwissenheit etwas spezifischer in Bezug auf das Wesen, auf die Natur unseres Körpers und die Natur unseres Herzgeistes. Und
diese Unwissenheit oder diese Täuschung schließt auch ganz spezifisch mit ein, eben eine Unwissenheit, ein Nichtverstehen des Herzgeistes mit all seinen Emotionen. Und daher gilt es eben, diese grundlegende Unwissenheit zu überwinden. Und um diese Unwissenheit zu überwinden, müssen wir uns bemühen, das Wesen dieses Körper-Herz-Geist-Systems zu verstehen. Und wenn wir uns von den schwierigen Emotionen befreien möchten, dann müssen wir versuchen, eben auch das Wesen dieser schwierigen Emotionen zu verstehen. Und mit diesem Verständnis können schwierige Emotionen zum Katalysator für befreiende Erkenntnis werden. Und sie können nicht nur Katalysator für befreiende Erkenntnis werden, sondern auch ein Katalysator für größere Empathie, für ein größeres Maß an Güte. Ajahn Chayasaro ist ein englischer Mönch, der in der thailändischen Waldtradition ordiniert ist. Und er sagte dazu: Der menschliche Daseinsbereich ist ein Sammelsurium von Emotionen, die uns alle das Dhamma lehren können. Sie lehren uns die Wahrheit der Vergänglichkeit, der Unbeständigkeit, der Unsicherheit und des Nichtselbsts. Als menschliche Wesen haben wir die Fähigkeit, innezuhalten, zu schauen, von unserer Erfahrung zu lernen und die Wirklichkeit zu erkennen. Wenn wir dieses Wort Emotion benutzen, benutzen wir es meistens im Sinne von einem Gemütszustand oder manchmal sagen wir auch Gefühl oder eine seelische Erregung. Und das verdeutschte Wort Emotion kommt aus dem französischen Émotion und das hat zu tun mit émouvoir, was so viel heißt wie bewegen oder erregen. Und das französische Wort wiederum stammt vom lateinischen Wort emovere ab und das heißt herausbewegen oder emporwühlen. Also eine Emotion wühlt etwas auf, das im Innern des Herzens, das im Innern des Geistes ruht. Oder eine Emotion bewegt etwas aus dem Innern nach außen. Und wir können sagen, bewegt etwas aus dem Unbewussten ins Bewusstsein. Und so landläufig benutzen wir das Wort Emotion für Herzens-Geisteszustände wie Ärger, Wut, Hass, Neid, Gier, Trauer, Niedergeschlagenheit, Ungeduld, Frust, Angst, Besessenheit und so weiter. Und das sind die sogenannten schwierigen Emotionen. Aber es gibt auch gute und heilsame Emotionen. Emotionen wie Liebe oder Mitgefühl, Geduld, Freude, Vertrauen, Dankbarkeit, Aufrichtigkeit und so weiter. In Bezug auf diese schwierigen Emotionen müssen wir uns in eine Position bringen, in der wir einerseits nicht mehr von dieser schwierigen Emotion überwältigt werden und andererseits in eine Position bringen, in der wir vor dieser schwierigen Emotion nicht mehr flüchten wollen oder dass wir sie nicht mehr unterdrücken wollen, dass wir nicht mehr davonrennen wollen. Wir sollten also versuchen, so weit zu kommen, dass wir zum Beispiel die Trauer oder die Eifersucht klar erkennen und sie dann wirklich auch in unserem Körper einerseits und im Herzgeist andererseits spüren und wahrnehmen.
Und erst so erkennen wir das Wesen dieser Trauer oder dieser Eifersucht genauer. Und es ist eben dieses Erkennen oder dieses Verstehen, welcher der Weg zur Überwindung des Leides ist. Des Leides, das eben durch die Emotion hervorgerufen wurde. Und genau dieser Lösungsansatz wird in der buddhistischen Lehre beschrieben. Es geht also darum, die Natur oder das Wesen jeden Vorganges zu verstehen. Eben das Wesen einer Erfahrung oder eines Daseinsphänomens zu verstehen und nicht der Inhalt. Eben das Wesen des Herzgeistes, Emotionen zu verstehen, das Wesen des Körpers zu verstehen. Khandro Rinpoche ist eine weibliche Rinpoche, eher selten, dass eine Frau eine Rinpoche ist und sie ist noch gar nicht so alt, 50 ist sie. Und sie ist ganz pragmatisch, wenn sie sagt, wir sind nicht da, um das ganze Universum zu verändern oder um Sozialarbeiter zu werden, etc., sondern wir sind da, um in uns hineinzuschauen, um unseren Herzgeist zu erkennen und um unsere Emotionen zu erkennen. Und sie gibt uns diesen Rat, die Praxis ist sehr, sehr wichtig. Also praktiziere weiter. Wir können nicht viel bewirken, es sei denn, wir schauen in uns hinein. Zähme und erkenne den Herzgeist für das, was es ist und was du machen sollst. Also das bedeutet, dass wir die Emotion mit Achtsamkeit und Interesse beobachten, hineinspüren. Und dass wir gewahr sind, wenn eine Emotion, vor allem eine schwierige, jetzt in diesem Falle in Bezug auf die schwierigen Emotionen, dass wir uns gewahr sind, was sich da von Moment zu Moment abspielt. Also so ein Hineinspüren, in jedem Moment spüren, gucken, beobachten, was da passiert. Und das sollte immer ein waches und teilhabendes Beobachten der Erfahrung sein. Und auf keinen Fall sollte das ein eher distanziertes Beobachten sein, auch nicht ein Wegmeditieren dieser Emotion, auch nicht ein Rationalisieren oder Analysieren des Problems, der Emotion und natürlich immer wieder aufpassen, dass man sich nicht in der Emotion verliert. Die Meditation kann eine Gefahr im Umgang mit schwierigen Emotionen bergen, wenn die Meditation dazu gebraucht wird, um die Emotion loshaben zu wollen oder um sie mit der Meditation zu unterdrücken, ob das nun bewusst oder unbewusst geschieht. Auch hier geht es wieder um den Mittelweg, weder von den Emotionen völlig überwältigt werden, noch die Emotionen zu unterdrücken oder wegzuschieben. Mingo Rinpoche ist ein tibetischer Lehrer und er drückt es so aus. Ein Mittelweg, um mit störenden Emotionen umzugehen. Anstatt zu versuchen, vor ihnen zu flüchten oder von ihnen überwältigt zu werden, können wir sie als Freunde willkommen heißen. So wie Hallo Angst oder Grüezi Trauer, wie geht es dir? Warum bleibst du nicht noch ein Weilchen, damit wir uns gegenseitig kennenlernen können? Dieses sich anfreunden oder dieses sich gegenseitig kennenlernen ist der direkteste und auch der befreiendste Weg im Umgang mit schwierigen Emotionen. Und alle die schwierigen Emotionen können auf drei grundlegende Tendenzen reduziert werden.
Das sind eben die sogenannten drei Wurzelübel oder die drei Wurzelkilesa. Das sind Lobha, sind alle Formen von Begehren, Gier, Verlangen, Anhaftung. Zweites ist Dosa, alle Formen von Ärger, Aversion, Wut, Hass, Irritation, Angst, Frustration. Und das dritte Wurzelübel, Moha, Unwissenheit, Täuschung, Nichtwissen. Und diese drei Tendenzen finden wir nicht nur bei westlichen Menschen mit ihren vielfältigen emotionalen Problemen. Alle Menschen leiden unter den vielfältigen Auswirkungen dieser drei Grundtendenzen oder drei Wurzelübel. Und es ist interessant zu sehen, zu wissen, dass verschiedene Kulturen mit diesen Tendenzen verschieden umgehen, dass sich diese drei Grundtendenzen verschieden manifestieren oder wie damit umgegangen wird. Ein Beispiel in Bezug auf die Aversion. In der Zeit, als ich hauptsächlich in Burma lebte, im Meditationszentrum, wo ich dann auch für die burmesischen Meditationslehrer übersetzte, da war ich eben bei vielen Einzelgesprächen dabei, und einmal fragte ein englischer Meditierender, denn sei da eine Frage in Bezug auf Aversion und Wut. Irgendwie hatte er festgestellt, dass in Burma die Leute der Wut und der Aversion viel weniger Ausdruck geben oder weniger schnell Ausdruck geben als die Leute in England oder allgemein im Westen. Und er beschrieb das dem Sayadaw und fragte, warum ist das so? Und natürlich war ich dann auch gespannt, was der Sayadaw als Antwort geben würde. Und Sayadaw Ujjanakas Antwort war dann: Erstens verstehen die Leute im Westen nicht, dass Wut und Aversion verletzende und leidbringende Wirkungen erzeugen. Und zweitens haben die Leute im Westen viel weniger Geduld und Akzeptanz. Natürlich, auch wenn die Wut oder die Aversion nicht so schnell ausagiert werden in Burma, weil die Leute mehr Geduld, mehr Akzeptanz haben, so sind natürlich auch Wut und Aversion auch bei burmesischen Leuten vorhanden. Denn das emotionale Rohmaterial ist bei allen Menschen auf der ganzen Welt gleich. Dieses emotionale Rohmaterial unterscheidet sich nicht. Also wie gesagt, dieses sich anfreunden oder dieses sich gegenseitig kennenlernen ist der direkteste und befreiendste Umgang mit schwierigen Emotionen. Und auf diese Art und Weise können diese schwierigen Emotionen zum Katalysator für befreiende Erkenntnis werden. Es gilt eben, diese Emotionen zu sehen, als das zu sehen, was sie sind. Zu sehen, dass diese schwierigen Emotionen bedingt entstandene Prozesse sind. Also sie entstehen aufgrund von Bedingungen, bestimmte Ursachen. Zum Beispiel, der Kuchen ist verbrannt, ich rege mich auf, Ärger entsteht. Oder der Zug hat Verspätung, ich werde ungeduldig. Oder der Sohn hat das Geschirr nicht abgewaschen, ich bin enttäuscht. Oder ich sehe die Schokicreme auf der Theke und unwiderstehliche Gier entsteht. Gewisse Ursachen, gewisse Bedingungen lassen Emotionen entstehen. Das zu sehen. Oder zu sehen, dass es auch
gewohnheitsmäßige Reaktionen sind. Zum Beispiel, ich stelle fest, dass ich sehr oft ungeduldig werde, wenn die Schlange an der Kasse so lange ist. Oder ich stelle fest, dass ich mich sehr oft ärgere, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Oder dann zu sehen, dass diese Emotionen nicht ewig andauern. Zu sehen, dass der Ärger wieder abklingt. Zu sehen, dass die Ungeduld verschwindet, wenn der Zug einfährt. Oder zu sehen, dass die Gier verschwindet nach dem ersten Löffel der Schokicreme. Oder weiter zu verstehen, dass sich diese Emotionen laufend verändern, dass sie nicht statisch sind. Wenn wir in eine Emotion hineinspüren, sie beobachten, stellen wir fest, dass sie vielleicht stärker wird oder sie wird schwächer oder wir sehen, wie sie so kommt und geht in Wellen oder in Schüben. Oder wir verstehen, dass diese schwierigen Emotionen uns nicht glücklich machen. Wir sehen, wir erfahren wirklich ganz direkt, wie zermürbend die sein können, wie leidhaft sie sind oder wie schmerzhaft sie sind. Und dann erkennen wir auch, dass diese schwierigen Emotionen unpersönliche Vorgänge sind. Dass es Vorgänge sind ohne ein inhärentes Ich oder Selbst. Und da könnten wir uns mal fragen, wenn Ärger wieder aufgestiegen ist, ist das Selbst im Ärger oder befindet sich das Ich in der Ungeduld? Oder wenn mein Selbst neidisch ist, wie kann dann dieses Selbst nur ein paar Momente später verärgert sein? Zu sehen also, dass diese emotionalen Prozesse nicht uns gehören, zu sehen, dass wir keine absolute Kontrolle über diese schwierigen Emotionen haben. Also um zu all diesen verschiedenen Erkenntnissen und Einsichten zu kommen, brauchen wir uns, sei es mit der Frustration oder mit dem Neid, mit dem Ärger, anzufreunden. Das heißt, wir müssen die Emotion oder diesen Gefühlszustand ganz gut kennenlernen. Erst wenn wir die Gier oder die Trauer oder den Ärger aus nächster Nähe gesehen und gespürt haben, ist es möglich, diesen Prozess tiefgründig zu erkennen und zu verstehen. Ein Beispiel. Früher war ich sehr gut im mir Sorgen machen. Und vor allem beim Reisen machte ich mir Sorgen. Werde ich wohl den Anschlusszug erwischen? Oder habe ich genug Zeit, um vom Terminal A ins Terminal B zu wechseln? Und immer wieder merkte ich, dass diese Sorge ein wirklich zermürbendes Gefühl ist. Der Körper ist angespannt, die Gedanken rasen im Kreis herum und ich male mir all die verschiedenen Szenarien aus, was ich machen würde, wenn Anschlusszug nicht erwische oder wenn mir der Flug davonfliegt. Und immer wieder musste ich feststellen, dass meine Besorgnis den Zug nicht schneller fahren ließ oder dass meine Sorge das Aussteigen im Flugzeug nicht beschleunigte. Und so allmählich mit der Zeit begann ich dann zu merken, diese Emotion, dieses mir Sorge machen, ist wie ein schwelendes Feuer, das in meinem Herz, in meinem Geist brennt. Es wurde immer klarer, diese Emotion, die zermürbt mich. Und auch wenn die Emotion, sagen wir, der Ärger oder der Neid gegen eine andere Person gerichtet ist, auch dann zermürbt die Emotion immer noch zuerst mich.
und nicht die andere Person, auf die ich neidisch oder wütend bin. Also über die Jahre wurde es mir dann allmählich immer klarer und schließlich fiel es mir so wie Schuppen von den Augen, dass mir Sorgen machen, ist eine ungeschickte Reaktion. Sie macht mich nicht glücklich. Zu merken, diese Reaktion ist nicht erstrebenswert. Zu sehen, wie viel Leid sie für mich verursacht. Oder noch ein anderes Beispiel. Was nützt es der Mutter, sich aufzuregen, wenn die Tochter die Porzellanschüssel zerschlagen hat? Die Schüssel ist und bleibt zerbrochen. Der Ärger macht die Schüssel nicht wieder ganz. Vor etwa 2 Jahren war es, eine Nachbarin stand bei ihrem Gartentürchen und schwatzte mit einer anderen Nachbarin. Ich kam da die Straße lang gelaufen und gerade als ich dann so in die Nähe kam, kam die Tochter aus dem Haus gelaufen und sagte ihrer Mutter, Mami, ich habe die Schüssel fallen gelassen, sie ist zerbrochen. Und da dachte ich mir, und wie wird die Mutter wohl reagieren? Und ich war total erstaunt, als ich die Mutter sagen hörte, ja nun, dann ist es eben so. Nun, dann ist es eben so. Ja, diese Mutter hatte schon ganz viel verstanden. Ja, der Verstand kann es ja noch begreifen, dass sich Sorgen machen oder sich ärgern nichts bringt. Doch mit dem Verstand alleine bringen wir weder den Ärger noch die Besorgnis weg. Falls das so wäre, also falls wir mit dem Verstand das realisieren würden und sagen würden, okay, ja, Ärger bringt nichts, nützt nichts, also lasse ich ihn los und ich lasse gleichzeitig noch alle anderen schwierigen Emotionen los, dann hätten wir sie ja schon lange aus dem Reaktionsrepertoire hinausgeschossen. Oder wir hätten diese schwierigen Emotionen schon lange aus unserem System gelöscht. Einfach den Delete-Taste drücken. Wenn ich jetzt weiter von Ärger oder das Beispiel Ärger benutze, so steht das stellvertretend für alle schwierigen Emotionen. Also eben erst, wenn wir den Ärger, wie gesagt, stellvertretend für alle anderen schwierigen Emotionen, erst wenn wir den Ärger wirklich im eigenen Körper, Herz, Geist mit allen seinen unangenehmen, leidhaften, schmerzbringenden Wirkungen immer wieder erfahren und spüren, erst dann wird das zu einer inneren Transformation führen. Das heißt also, wir müssen uns wirklich in den, sagen wir, Hexenkessel des Ärgers hineinbegeben. Wir müssen wirklich in den Hexenkessel der Emotion steigen. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig und das möchte ich wirklich ganz ausdrücklich sagen, dazu müssen wir ausgerüstet sein mit einer starken Achtsamkeit. Und wir müssen auch wirklich diese innere Bereitschaft haben, uns dieser Emotion zu stellen. Also ausgerüstet mit diesen Voraussetzungen, dann können wir das volle Ausmaß des Ärgers ganz direkt und ganz ungeschminkt im eigenen Körper, Herz, Geist erfahren, erleben. Oder anders ausgedrückt, wir müssen uns der Begegnung mit dem bösen Wolf stellen. Und es ist aus dieser direkten Begegnung mit dem bösen Wolf, mit der schwierigen Emotion, dass intuitive Erkenntnis entsteht. Und was ich als intuitive Erkenntnis bezeichne, ist etwas oder ist eine Erkenntnis, die nicht intellektuell ist, die nicht analytisch ist. Intuitive Erkenntnis gründet nicht auf dem rationalen Verstand. Wie gesagt, dann hätten wir alle schwierigen Emotionen
schon lange aus dem System herausgeworfen. Und eine intuitive Erkenntnis, die bewirkt eine innere Loslösung. Und diese innere Loslösung, das ist so, wie wenn es dem Herzgeist dämmert. Und das geschieht meistens ohne Worte, aber es ist etwas, das so wie sich eben ohne Worte ausdrückt als oh, wow, oder so etwas, du meine Güte, das ist ja wirklich zermürbend, oder du heiterer Himmel, das ist ja wirklich unerwünscht oder schmerzhaft, leidhaft, oder sowas wie das Treiben des bösen Wolfes ist ja über alle Maßen erschreckend. Wie konnte ich das nie so klar erkennen? Oder wie ist das mir in all den Jahren entgangen? Oder es kann so diese innere Loslösung, so das Gefühl von an dieser Reaktion oder an dieser schwierigen Emotion will ich nicht mehr länger festhalten. Das will ich loslassen. Eben, es ist dieses innere Loslassen oder so die innere Abwendung, welche eine Transformation bewirkt. Und diese Transformation manifestiert sich dann in einer größeren inneren Freiheit. Und konkret bedeutet das, dass ich dann vielleicht weniger oft mich ärgere. Oder wenn Ärger entsteht, vergeht er viel schneller wieder. Nimmt nicht das große Ausmaß an, das er bis anhin angenommen hatte. Dieses intuitive Erkennen, die hinterlässt ein bleibendes Wissen um die Leidhaftigkeit des Ärgers oder der schwierigen Emotion. Und eben darum kann dann der Ärger schneller losgelassen werden oder er klingt schneller ab. Oder eben, ich mache mir dann weniger Sorgen, respektive es macht sich weniger Sorgen oder es wird geduldiger, wenn der Zug gerade vor der Nase abgefahren ist. Dieses intuitive Erkennen bewirkt eine grundlegende Veränderung der Reaktionen in diesem Körper-Herz-Geist-System. Wir müssen uns aber auch immer wieder bewusst sein, dass diese schwierigen Emotionen nicht so von einem Tag auf den anderen verschwinden oder von einer Woche auf die nächste, weil die Macht der Konditionierung oder die Macht der Gewohnheit ist sehr, sehr stark. Das merken wir ja immer wieder, wie schnell wir wieder in der Gewohnheit sind. Und so müssen wir verstehen, dass das ein gradueller Prozess ist. Aber wenn wir den bösen Wolf nicht mehr füttern, dann wird er schwächer und er verliert allmählich seinen Einfluss. Und gleichzeitig wird der gute Wolf stärker. Und so kann der gute Wolf zum dominanten Leittier des Wolfsrudel werden. Oder anders ausgedrückt heißt das, dass die guten und heilsamen Emotionen zur dominierenden Haltung des Herzgeistes werden. Oder sie werden zum dominierenden Setup des Herzgeistes. Es gibt diesen Cartoon, wo man einen meditierenden Mönch im Lotussitz auf einem Surfbrett auf einer Welle reiten sieht. Die Kunst ist es nun, auf der Welle, das heißt auf der schwierigen Emotion, reiten zu lernen und zu lernen, diese Balance zu finden, wo wir die Emotion zwar mit wacher und interessierter Achtsamkeit ergründen können, ohne aber von ihr überwältigt zu werden, ohne von der Welle unter Wasser gedrückt zu werden. Und das ist eine Kunst, die wir lernen müssen. Und wir lernen diese Kunst, indem wir es immer wieder üben. Learning by doing. Das Schlusswort möchte ich Ajahn Amaro geben. Auch er ist ein englischer Mönch, der in der thailändischen Waldtradition
ordiniert ist. Und er beschreibt diesen transformativen Vorgang auf diese Weise. Wenn wir es mit unserem eigenen emotionalen Leben zu tun haben, bewirkt dieses offene und klare Annehmen und Erkennen eine Transformation des emotionalen Zustandes. Das Annehmen unterdrückt die Emotion nicht. Die Emotion schrumpft. Ihre Energie verwandelt sich in etwas, das unseren Geist erhält und belebt. Die Hitze wird zu Licht umgewandelt. Dieser letzte Satz, die Hitze wird zu Licht umgewandelt, das bedeutet, die Energie der Emotion wird in die Energie der Erkenntnis umgewandelt. Auf diese Art und Weise können schwierige Emotionen zum Katalysator für befreiende Erkenntnis werden.